Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um den Tacho der Arbe 50. Ich habe ihn ausgebaut. Viele haben gesagt in Arbe-Foren und so im Internet, dass man das lieber lassen sollte, weil man diese Glasscheibe nicht abbekommt, ohne dass die kaputt geht. Und jetzt zeige ich den ultimativen Trick, wie man die Glasscheibe abbekommt. Gar nicht. Sie ist nämlich nicht verklebt. Zumindest bei mir nicht. Man hat auch keine Kleberückstände oder sowas. Die saß hier einfach nur drauf. Außerdem kann man das dann hier reinigen, wenn man die abnimmt. Hier ist eine Glasscheibe. Kann man nur sehen. Glasscheibe, die da auch noch eingefärbt ist. Und hier so bedampft ist. Mit diesen Zahlen und ganzen Kram. Ja, genau. Hier ist auch eine Glasscheibe. Da, wo der Kilometerzähler hinter ist. Und ganz kurz, hier hinten sitzt die Tachowelle dran. Da ist auch noch eine Mutter, mit der das in dem Plastik festgehalten ist. Und dann haben wir hier noch die Lampen. Tankanzeige, Blinker und Licht. Und dann hat man hier noch einmal die Tachobeleuchtung, die hier durch das Glas durchscheint und das alles beleuchtet, damit man es auch im Dunkeln sieht. Die würde ich noch auf LED umrüsten, aber das zeige ich noch. Und wie ich das hier ausgebaut habe, das geht relativ schnell, aber ich zeige es euch hier nochmal. Warnung, das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Projektes. So, den Tacho bauen wir aus, indem wir zuerst hinten die Tachowelle abschrauben. Das ist das da hinten. Die sind auf dem Gewinde, wo auch die Mutter ist. Die müssen wir auch runternehmen. Und dann hier noch die Lämpchen, die Kontrolllampen. Und hier hinten dann noch die komplette Beleuchtung für das Tachoblatt. Jetzt nehme ich das hier noch raus und dann kann man den Tacho nach vorne rausnehmen. So, die Mutter habe ich jetzt abgemacht und dann kann man den Tacho ganz vorsichtig nach vorne rausziehen. Dann wird er auch nicht beschädigt. Und dann haben wir hier noch die Anschlüsse für die Lampen. Die sollte man in dem Zuge übrigens, wenn man ein bisschen energiesparender sein will, auf LED umrüsten. Dann sieht man die auch ein bisschen besser leuchten. Ist auch für mich das erste Mal, dass ich so einen Tacho zerlege. Und dafür nimmt man hier diese Kunststoffscheibe ab. Die würde ich auch noch ordentlich reinigen. Eventuell noch polieren und dann nimmt man hier diese kleinen Kreuzschrauben, kann man mit dem Schraubenzieher ganz leicht entfernen und sich gut weglegen, dass man die nicht verliert. Man könnte die natürlich auch noch austauschen, durch welche die verchromt sind oder aus Edelstahl. Sehen natürlich schön aus. Jetzt, also man geht jetzt auf das Gehäuse hier hinten und dreht diese anderen beiden Kreuzschrauben raus, die sehen so messingfarben aus. Und dann kann man von hinten ganz vorsichtig Tachoscheibe und die Mechanik von dem Rest trennen. Hier haben wir den Zähler, den Kilometerzähler und die restliche Mechanik. Da muss man auf jeden Fall sehr vorsichtig mit umgehen und aufpassen, dass nichts kaputt geht oder verstellt wird. Die Tachowelle kann man von unten mit einem Schraubenzieher, also die Tachonadel, meine ich natürlich, kann von unten mit einem Schraubenzieher lösen, indem man das Kunststoff etwas vordrückt und dann kommt auch schon die Mechanik alleine zum Vorschein und die Tachoscheibe, durch die man auch etwas durchschauen kann und auch von hinten die Sache etwas sieht. Die ist auf jeden Fall aus Kunststoff und die können wir jetzt mal reinigen. Und warum ich mir diese ganze Arbeit mache und das hier alles ausbaue, ist nicht einfach nur, weil ich das säubern möchte, das auch, weil hier übrigens auch sehr viel Dreck ist, und das einfach mal reinigen, um die Langlebigkeit auch zu garantieren. Und der hauptsächliche Grund, warum ich das mache, ist nämlich, dass ich den Tacho gerne etwas weiter hätte als 60 km/h. Die Tachonadel dreht auf jeden Fall weiter, das habe ich bei einer anderen Arbe gesehen, auch in vielen Videos hier auf YouTube. Habe ich das gesehen und für einen Freund, der auch eine Arbeit mit diesem Tacho habe ich etwas designt, dass der Tachometer bis 90 km/h geht. Und weil ich das eigentlich ganz cool finde, wie das dann aussieht, wollte ich das bei mir auch gerne machen. Weil seine Arbeit ist halt auch richtig schnell. Der hat ein Tuning-Kit drauf. Deswegen möchte ich das gerne bei mir auch machen und den Tacho bis 90 gehen lassen. Ja, genau. Und da habe ich halt die passenden Abmessungen gemacht und das
tue ich auch noch irgendwo hin zum Download, dass ihr euch das auch umändern könnt, wenn ihr es gerne wollt. Das ist natürlich kostenlos. Steht aber bestimmt nochmal in der Videobeschreibung, wo man das dann kriegt. Weil das auch relativ viel Arbeit war, das ordentlich einzustellen, dass man genau weiß, wo dann die 90 km/h wären. Und da habe ich jetzt das quasi ausgespart, wo die Lampen und so sind, dass man das auf jeden Fall weiterhin sehen kann. Nur das Problem ist halt, dass halt ab 60 km/h, beziehungsweise ab 40, weil es da dann rot hinterlegt ist auch, kann man dann, wird das nicht mehr beleuchtet, weil das ja hier schwarz ist. Hier kommt quasi ein ordentlich ausgedrucktes Papier drüber. Ist natürlich das Günstigste. Man könnte sich das auch fertigen lassen auf Plexiglas, aber dann muss man wieder das hier alles aufdrucken und hier diesen Pin reinmachen und so. Das ist relativ viel Arbeit. Ja, und das wollte ich jetzt auf jeden Fall nicht machen, weil mir das so aufwendig ist. Hier lege ich ein Papier drauf und hier scheint es dann durch, aber ab 60 km/h bis 90, diese 30 km/h, wird das dann einfach nicht mehr beleuchtet. Finde ich auch nicht so schlimm. Ich fahre sowieso nicht nachts eigentlich. Und tagsüber sieht es auf jeden Fall dann ein bisschen besser aus. Und wenn man es noch auf LED umrüstet, die Lampe, dann leuchtet es auf jeden Fall mehr und man hat ein bisschen was davon. So, jetzt wollen wir den ganzen Kram mal wieder zusammenbauen. Dafür nehme ich hier die Tachoscheibe mit dem Papier und hinten das weiße Kunststoff. Und da muss man das ein bisschen einfädeln, dass das alles passt. Und dann sitzt das da so drin. Und dann dreht man das vorsichtig um. Und dann sind hier so ein paar Schraubenlöcher. Da kommen die Kreuzschrauben rein, die so messingfarben sind. Und die zieht man dann wieder schön fest. Aber nicht zu fest, denn es ist ja nur Plastik und die Schrauben reißen schnell ab. Viele kennen wahrscheinlich den Spruch, nach fest kommt ab. So, wenn die Schrauben hier hinten drin sind, ist nochmal kurz zu sagen, hier, das ist die Beleuchtung für den Tacho generell. Was hier durchscheint, das ist natürlich nicht mehr so doll, weil wir hier Papier haben. Deswegen lohnt es sich, das auf jeden Fall auf LED umzurüsten, weil es natürlich viel dicker ist, wo es jetzt durchscheinen muss. Dann haben wir da die Tankanzeige, da den Blinker und hier oben das Licht. Und die neueren Arten, da ist es alles runtergesetzt. Und ganz oben haben wir einmal den Öldruck, ach Quatsch, den Öldruck, ob man Öl nachfüllen muss, weil die dann ja Getrennschmierung hat. Ich muss zweite Gemisch tanken und beides in einen Tank. Seit die TR6, da war das das letzte Mal. Und dann ab der TR5 wurde das geändert. Warum das TR5 nach der TR6 heißt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das hier habe ich schön mit Glasreiniger sauber gemacht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann kann man das hier wieder so draufsetzen. Und der Tacho sieht fast aus, als wäre das Original. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und jetzt kann man einbauen. Dann habe ich das hier vorne wieder durch das Gehäuse durchgeschoben. Und man kann dann hier hinten wieder die Mutter drauf machen. Habe ich auch gemacht. Und die Tachowelle funktioniert auch nur. Ich muss die Birnen. Die muss ich mir neu kaufen. Da waren nämlich zwei kaputt, leider. Und jetzt funktioniert quasi nur der Blinker vom Licht her im Tacho. Genau, und die anderen sind leider kaputt. Die Birnen, da muss ich mir mal neue bestellen. Ich würde die eigentlich gerne auf LED umrüsten, aber ich habe noch keine gefunden, die da reinpassen. Wenn du da mal irgendwie was gefunden hast, dann kannst du das gerne in die Kommentarleiste reinschreiben. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und das ist auf jeden Fall nicht schlecht geworden. Das sieht eigentlich so gut wie original aus. Mit dem Tacho bis 90. Ich habe das Piaggio-Logo auch noch in Blau gemacht, weil ich das persönlich ein bisschen schöner finde. Sieht ein bisschen stilischer aus. Genau, ich habe die Version auch noch einmal in beige gemacht, weil bei alten Fahrzeugen die Tachos immer so, ja, beige-weißlich, gelb hinterlegt sind und das natürlich auch nicht schlecht aussieht. Die neuen Abende auch den Tacho ja in Weiß haben, damit man das dann auch nehmen kann, werde ich das dann auch noch dazu tun, damit man sich das runterladen kann und dann ausdrucken und dazwischen bauen, was wirklich relativ einfach ist
und die Plexiglasscheibe vorne nicht verklebt ist. Zumindest bei meiner nicht. Wenn es dir gefallen hat, kannst du links ein Abo da lassen und rechts siehst du noch was anderes von Ape. Viel Spaß, ciao.